Und wieder zurück bei Alien vs. Predator. Und wir spielen als Predator. Ich gehe mal zur Sicherheit aufs Hauptmenü. Nicht, dass dann da irgendwie das Spiel von irgendeinem Mittelteil oder so anfängt. Einzelspieler, Predator-Mission, neues Spiel. Und wir spielen auf leicht. Sir, we're ready to begin. How old do you think it is? 10,000? 100,000? Mr. Wayland? Yes. Begin the breaching procedure. Okay, ich weiß gar nicht. Ich glaube, jetzt kommt nicht noch eine Cutscene. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt Training kommt. Ah, okay. Ja, genau. Jetzt werden wir nämlich so ein bisschen eingewiesen und alles, was das Kämpfen angeht, halt so ein Tutorial, ganz standardmäßig. Das hat leider, muss ich sagen, jede der drei Kampagnen. Aber, naja, mein Gott. Das schließen wir eben ab und an. Ne, ist das gut. Bam, und wir sind der Predator. Gott, ich liebe diese Waffen und alles. Das ist so cool. Na? Okay. Das hätten wir schon mal. Möge die Jagd beginnen. Ja, und jetzt kommen halt so Tutorials wie, wie schlägst du zu, was hast du für Waffen und so weiter und so fort. Ist natürlich dahingehend nett, dass die das zeigen, weil ja schon ein paar Unterschiede da sind, aber man muss leider auch sagen, dass die Unterschiede jetzt nicht gerade so krass sind, dass man sagen würde, okay, also dafür braucht man jetzt dieses Tutorial. So ist leider nicht. Es ist schon eigentlich alles ganz einfach. Vor allem kann man ja auch in die Optionen gucken. Von daher ist das ein bisschen, naja, überflüssig. Ja, und man sieht, also wenn wir abwehren, werden die Gegner so zurückgeworfen. Und tschüss. Wir können auch den Gegner anvisieren und dahin springen, so ähnlich eigentlich wie mit dem Alien. Wenn er jetzt mal runterkommen würde. Greif mich an. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Mach einen Flughammer. So, down. Sie können Feinde auch aus der Entfernung angreifen. Ja, jetzt kommt genau das hier. So. Was wir auch können, was auch ziemlich cool ist, wir können auch mit dem Predator hier einen Punkt markieren und dann ganz schnell dahin springen. Das ist auch ganz praktisch eigentlich, um auf höhere Stellen zu kommen. Ja, und jetzt können wir schießen lernen. Mit unserem Energiestrahl-Dingensbumsens, womit auch die Predator vorhin schon auf uns geschossen haben, als wir noch das Alien waren. Ihre Gesundheit wird unten rechts angezeigt. Ja, jetzt haben wir hier einmal
So Kristalle, die heilen uns. Okay. Die Anzeige ihrer Scherben befindet sich über der Gesundheitsanzeige. Okay. Ja, dann lass mich da hinlaufen. Das ist so ein behinderter Punkt irgendwie. Ich kann mich jetzt gerade nicht bewegen. Ich muss warten, bis der Text vorbei ist. Das ist ein bisschen scheiße. So, ja, jetzt ist hier so eine kleine Einführung. Einfach nur so, dass wir jetzt Bescheid bekommen haben. Wir haben jetzt diesen Laser mit Maustaste 3. Können wir den abfeuern? Na? Dann brauchen wir auch mal ein Ziel. So. Und Feuer. Feuer. Ja, ja, das weiß ich. Okay. Ja, wir haben auch noch Minen, aber ich weiß gar nicht, ob wir die direkt von Anfang an haben. Wir können den Schuss auch aufladen, dann macht das nochmal mehr Schaden. Okay. Und Feuer. Jetzt kommen wieder Aliens. Das Coole ist, die markieren wir automatisch. Wenn jetzt diese drei Balken auf dem Alien drauf sind, können wir das einfach so abschießen. Im Spiel später ist dann ein Ticken anders, weil da weichen die Aliens dann auch ein bisschen schneller aus und alles. Also wir sind ja jetzt hier auch im Spiel, aber halt noch im Training. Na komm her. Hier war doch noch einer. Na komm, tschüss. Und tschüss, ja. Die Waffe ist schon echt praktisch. Natürlich können wir auch genauso die Menschen töten. Jo, machen wir. Aus der Arena raus. Mit diesem Sprung, den wir eben schon gesehen haben. Unsichtbar können wir uns natürlich auch machen. Wir haben auch noch eine Wärmesicht, aber das kommt auch jetzt gleich nochmal alles. Und ich überlege gerade, lasse ich das jetzt als Einleitung so stehen und mache dann einfach im nächsten Part die richtige erste Mission? Ich glaube ja. Dann werde ich sagen, ich mache jetzt einen Cut, melde mich gleich zurück und bis dahin. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.